Herzlich willkommen zu meinem zweiten Bauchworkout. Wie beim ersten Workout erwähnt, gibt es heute ein paar Hilfsmittel. Ich habe hier zwei Bänder dabei und angezogen Lifter. Lifter aus diesem Grund, da Lifter etwas schwerer sind wie normale Schuhe und somit man bei den Bauchübungen wieder mehr Körperspannung braucht. Hierbei möchte ich ein paar neue Übungen erklären, damit es dann während dem Workout keine Überraschungen gibt. Die Zeit wird umgestellt in 25 Sekunden Work, 10 Sekunden Rest und das für 24 Intervalle. Die erste Übung schaut folgendermaßen aus. Bezieht sich auf die seitlichen Bauchmuskeln. Wir legen uns in seitliche Position, Plank Position, und wir greifen immer unten durch und hoch. Rechts, wir drehen uns zur Seite und links. Wie erwähnt, 25 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Die nächste Übung bezieht sich auf Hollowman und Superman. Die Übungen kennt ihr alle, aber wir werden hier unsere Hilfsmittel einsetzen. Wir binden das kurze Band um die Beine. Das lange halbieren wir, beziehungsweise nehmen wir über Kopf. Wir legen uns auf den Rücken beim Hollowman, bleiben schön auf Spannung, drücken die Beine auseinander, genauso wie das Band mit den Armen. Schaut seitlich so aus. Schön auseinander drücken die Bänder, um eine zusätzliche Spannung zu erhalten. Das gleiche auch in der Superman-Position. Bänder auseinander drücken, einmal vorne und einmal hinten. Man möge es kaum glauben, aber ist sehr, sehr anstrengend und ist sehr fordernd. Die nächste Übung schaut seitlich so aus. Wer ein Band hat, legt sich auf die Rückenposition und zieht nur ein Bein an. Und beim zweiten Intervall das zweite Bein. Wer kein Band hat, macht wie beim ersten Video die Übung folgendermaßen. Wir drücken wieder Knie gegen Hand und das gegengleich. Linkes Knie, rechte Hand. Nächste Übung. Schwimmen. Schwimmen mit Band bedeutet wieder, Theraband hinten bei den Beinen wird wieder schön auseinandergedruckt und wir schwimmen. Sehr gut für unsere Rückenmuskulatur zusätzlich. Und eine der letzten Übungen, natürlich unsere heißgeliebte Plank Position, aber auf nur einer Hand und einem Bein. Schaut folgendermaßen aus. Normale Ausgangsposition und wir heben gegengleich eine Hand und ein Bein. Andere Seite. Hier wird es dann schon sehr zum Beißen sein, da dies in Runde 22 und 23 kommen wird. Also viel Spaß. Wir starten in 2 Minuten. Kurze Trinkpause und danach starten wir.
gewichtet. Jawohl, wir machen uns bereit. Der Butter Timer wird eingeschaltet. 10 Sekunden, let's go, viel Spaß. Wir starten mit Plank vorne, danach Plank seitlich. Zweite Runde, seitlich. Und wir wechseln die Seite. Bitte auch hier wieder bitte um Verständnis, dass ich nicht viel spreche. Aber ist auch für mich sehr anstrengend. Theraband anziehen schon mal. Plank vorne. Beim nächsten Intervall benötigen wir zweimal die Bänder. Hollowman und Superman. Wir starten mit Superman. Bauchlage. 2, 1, Work. Wie lang sind eigentlich 25 Sekunden? Wir wechseln die Position in den Hollowman. Nächste Übung, Bicycle Crunches, hatten wir auch schon. Wir starten gegen gleich. Fest.
Nächste Übung, Füße zur Decke. 3, 2, 1, Work. Nächste Übung, Heel Touches. Wir probieren, die Fersen zu berühren. 3, 2, 1, Work. Schulterblätter dabei, berühren nicht den Boden. Wieder Plank vorne. Plank vorne, seitlich und zwei, wieder vorne. Eins. Work. Und wir wechseln die Seite. 3, 2, 1, Work. Sehr gut. Und Plank wieder vorne. 3, 2, 1, Work. Danach brauchen wir wieder das Theraband. Wieder um die Beine und wir drücken gegensätzlich zum Hollowman nur die Beine auseinander, ohne dass wir ein Band bei den Händen haben. Jawohl. Und unsere heißgeliebten Flutterkicks. Danach brauchen wir das Theraband. 2, 1, Work. Wenn das zu anstrengend ist ohne Hände, Hände hinten ablegen, kein Problem. Beine und wir drücken 25 Sekunden nur das Band auseinander. Das Band bleibt bei den Beinen und wir ziehen ein Bein an, wie beim Aufwärmen erwähnt. Spannung halten, ein Bein anziehen.
Wir wechseln das Bein. 3, 2, 1, work. Wir ziehen das linke Bein an. Das Band bleibt bei den Beinen. Nächste Übung, schwimmen. Wir begeben uns in Bauchlage. 3, 2, 1. Drücken das Band bei den Beinen schön auseinander und mit den Beinen und mit den Händen schön Brustschwimmen. 3, 2, 1. Jawohl, sehr gut. Nächste Übung. 3. Knie zur Brust. 1. Work. 3, 2, 1. Rest. Nächste Übung. Wir begeben uns auf die Seite. Seitliche Crunches. 1. Wir beginnen mit rechts. 1, rest. Sehr gut. Wir befinden uns in der Zielgeraden. Spannung halten und durchbeißen. 2, 1, work. 3, 2, 1. Nächste Übung, Plank, ein Bein und ein Arm. 1, Rest. Und wir wechseln das Bein und den Arm. 3, 2, 1, work. Ja, und letzte Übung. Wir senken die Beine zum Boden. 1, work. Die Uhr sagt fertig. Ich hoffe, der Bauch brennt. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Video.
Bis bald.